Moin, herzlich willkommen bei Rix Modellbau. Der Manta hat wieder gerufen und es geht weiter mit Ausgabe 5. Wir machen Kupplung und Getriebe heute. Und nächste Woche kommt der Motor, zumindest eine Hälfte davon dran. Ja. Ich schaue mir mal die Teile an. Sie sind jetzt in einer besseren Hülle. Lassen Sie sich leichter hier rauslösen. Die Schrauben hat man einfach so da reingelegt. Hoffentlich ist mir jetzt keine verloren gegangen. Da muss ich mal schauen, was ich für Schraubenpäckchen denn brauche. Ob ich 3 oder 4. Ich brauche 4. Leute, ich gehe mal eben kurz auf Suche. Oh, habe sie gefunden. Er hat sich etwas versteckt. Packen wir mal die Teile aus. Ist noch ein bisschen schwierig. Ich habe immer einen Rand gefunden. Es hat sicherlich Vorteile, wenn die Verpackung so stramm sitzt, aber beim Auspacken ist es ein totaler Nachteil. So, wir haben hier Getriebehälfte aus Metall, die andere Kupplungsglockenhälfte aus Metall. Die restlichen Teile. Das ist Kunststoff. Das ist Kunststoff. Das ist alles Kunststoff. Ach, schade. Na gut. Das ist ein Stand und kein Funktionsmodell. Als erstes nehmen wir das Getriebe so rum. Dann werde ich euch mal wieder ein bisschen tiefer setzen hier, damit ihr etwas näher am Geschehen dran seid. Geht euch nicht so viel verloren. So, wir nehmen diesen Deckel, der wird einfach drauf gesetzt. Okay, der ist recht stramm, den kann man auch ohne Leim aufmachen. Dann kommt die zweite Triebglocke. Dahin, ja, die sitzt nicht sehr toll. Mal gucken, woran das liegt. Ist nicht sehr schön hier. Aber auch irgendwie nicht dichter. Na gut, es soll hier neben. Hier unten mit einer BM-Schraube befestigt werden. Und da muss ich wieder klein. Wo habe ich denn die ganzen Schraubendreher hin? Gucken, ob das mit dem hier funktioniert. Muss irgendwie.
So. Ja, nicht schön, aber ist unterm Auto verborgen. Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich die Intention von den Konstrukteuren gewesen. Wie gesagt, das sieht man eh nicht. So, die zweite BM-Schraube. Fest. Jawohl, muss man aufpassen, dass man Kunststoff nicht zu sehr quetscht. Dann brauche ich zwei AP-Schrauben. Und diese Halterung. Ja. Wo man merkt schon gleich an den Bausätzen, dass es unterschiedliche Hersteller sind. Jetzt im Vergleich zu dem Fendt ist doch die Qualität von diesem Hersteller hier, der diesen Opel Manta baut, nicht so gut. Er kann mit dem Fendt nicht mitstinken. Kommt das so mit dem geraden Teil, mit dem Knick nach hinten, der gerade Teil nach vorne zur Kupplung hin. Dann wird dieses Teil hier drauf gesetzt. Wir brauchen eine AP-Schraube. Muss man aufpassen beim Schrauben, weil Kunststoff, wenn man zu fest dran geht und zu viel Schmackes, dann kann man das mal leicht abreißen. So, jetzt brauche ich als nächstes eine DP-Schraube. Brauche ich dann dieses Teil und diesen Winkel hier. Wird hier festgeschraubt. Gucken, wie ich das hinkriege. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das Ganze kommt dann ja, hier unten in den Stift rein. Dann wird hier oben mit einer
Lehmschraube befestigt. Ein bisschen Schmiere dran. Ich gehe mal davon aus, das bleibt so. Okay, dann drehen wir das Ganze um. Auch eine CM-Schraube. Dieses Teil hier wird hier unten reingesteckt und hier oben mit der CM-Schraube festgeschraubt. Sanft und sachte anziehen, wir zerquetschen sonst den Kunststoff. So, das nächste, das ist quasi hier vom Schaltgestänge. Das kommt. Entschuldigung. Hier rein. Und wird. So, hier neben in diese Öffnung gesteckt. Einfach so. Plopp, drin. Und da haben wir es. Das fertige Getriebe. Ja. War ein bisschen fummelig. Von der Passgenauigkeit her ist es nicht ganz so schön, aber ja, so ist es halt. Wir haben nur das. Da müssen wir einfach das Beste draus machen. Ja, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Rick.